wirkt ja weniger, als wenn Lothar Matthäus dann doch ein bisschen ein größerer Kritiker ist. Du hast ihn ein bisschen ignoriert. Ja, das ist ja irgendwann dann auch mal gut. Wir haben es ja verstanden. Hat gereicht jetzt. Also du willst mit Lothar auch einen Gin Tonic wieder trinken gehen? Nee, ich trinke keinen Alkohol während der Saison und es ist nicht so wichtig. Ihr fragt die ganze, ich werde jede Woche mittlerweile nach Didi Hamann und nach Lothar Matthäus gefragt. Ich habe da keine Lust, in der Mitte zu stehen und Kommentare dazu abzugeben. Heute war mal der Tag, das endgültig zu sagen. Ich werde darauf nicht mehr weiter eingehen. Und ich mit Fernsehexperten normalerweise keine privaten Treffen. Hab genug zu tun im Job.